Vorhang! Achtung! Geboren bin ich am 16. November 1943 in einer der größten Bombennächte in Hamburg. Direkt nach der Geburt musste meine Mutter mit mir in den Luftschutzkeller gehen. Wir bleiben gerade sitzen fürs nächste Mal. Vorhang! Ich wusste genau, ich habe mich nie für die beste Eurythmistin der Welt gehalten, sondern natürlich, ich bin eine gute Eurythmistin, sonst würde es nicht gehen, also das weiß ich schon, aber ich habe eine Farbe und die anderen haben ihre Farben. Also das ist nicht der Grund, dass ich kaufte jetzt als, ja, null. Und wenn es nur deswegen ist, dass es gestimmt hat, dass ich hier war, dass es sich ergeben hat, schicksalsmäßig, dass eben das Eurythmeum und das Goetheanum in Form von Benedikt und Carina Schmidt, dass das möglich war, eine Zusammenarbeit zu machen. Und wir hatten beide das Gefühl, Benedikt und ich, wir sind ausführende Organe, aber es ist ganz was anderes, was eigentlich dahinter steht. Aber das müsste ja dann auch von Jahr zu Jahr immer besser gegangen sein. Ist also, auch. Je besser die beiden Ensembles sich auch gekannt ist haben. Und das hier, das sind die Haupttöne. Das ist durchs ganze Stück durch. Ah, durchs ganze Stück, richtig. Durchs ganze Stück durch. Punkt. Oder ich gehe rauf zum Zenit und dass ihr euch da trefft. Ay, Dios mio. Nebel, sollen wir Nebel machen? Das finde ich sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, dann ist das noch mal ein bisschen abgestuft. Ja. Und was hast du hast auch jetzt gemacht, dass er den Finger durchstecken kann, nicht? Ja. So, dass das ist sozusagen diese Verlängerung. Mhm, genau. Ja. Sie stand nicht auf, so. Nee. Sondern ich kann es nicht, deshalb, also so, dann zack, war sie oben und dann ging es los. Das ist ja auch dieser Augenblick. Das ist auch dieser Augenblick. Und dann eben das R, nicht? Wie sie die ganze Zeit dann auf und ab, und sie konnte das wunderbar, es war ja alles durchlebt. Und sie hat dieses S so gelernt, dass sie sich an die Wand legen sollte, also richtig an die Wand, so. An die Wand lehnen und das sollte sie hier in der Gestalt als S erleben. Also, oh, mehr als ja, genau. Also wirklich das S. Gewünscht, die haben auch gefragt, was machst du mit den Füßen in solcher Vorstellung? Aha, was ist das? Und ich meine, ich fand es einfach toll, wie die Zuckerli sich bewegte. Mhm. Und es war oben, es war unten mit einem Laut, ja, da konntest du dich mal so richtig reinlegen und dann machte sie so und dann wusste ich schon, aber durchgefallen um 50. Und dann sagte sie, und wo sind deine ganzen Feinheiten geblieben? Also, jetzt machst du mal. Stand sie wieder auf, ja, hat sie so Domvalis parat, dann ging es wieder los. Und das ist das Interesse am anderen. Und meistens ist es so, ja, ich gucke mir das mal an und jetzt gehen wir mal üben, damit wir das besser machen. Finde ich sinnlos. Und natürlich muss man es so gut wie möglich machen. Ich glaube, du verstehst. Mhm. Ja. Man sieht ja am anderen auch immer, was man selbst nicht kann. Absolut. Ja. Und das kneift natürlich zunächst. Logo. Und ich meine, wenn jemand besser ist, denke ich, wow, ja. Aber wie leitest du mit Individualitäten? Das ist einfach eine große Herausforderung immer gewesen. Und diese 12 Jahre hier auch.
Also ich sage mal, das Resultat, wo die Leute sagen, Mensch, es ist eine tolle Gruppe und alle so individuell und doch zusammen, das ist Arbeit.